Mein Name ist Paul Prüssen, ich bin 61 Jahre alt, bin mittlerweile in der Pension, seit gut 5 Jahren als Benevoltätig an der ASTI. Was ich da mache, das ist helfen für allem im Bereich vom Ecrivain Publik. Ich habe noch ein bisschen Coaching Linguistik individuell gemacht und ich bin auch ganz gerne dabei beim Café de Langue. Als spruchbegeisterter Mensch finde ich, dass an der ASTI gerade ein super Terrain ist, wo ich kann eine Reihe von meinen Kompetenzen noch ersetzen und dementsprechend aber auch viel, viel Satisfaktion kann entgehen tun. Der Defi ist notamment den, dass wenn ich beim Durchmatt helfen animieren, ich nicht weiß, wie ein Grad da ist. Das kann ein älterer Damm sein aus Weißrussland, das kann ein junger Mann sein aus der Ukraine. Und die sitzen dann alle zusammen rund um den Tisch. Und wir versuchen dann zu fordern. Als Defi sehe ich das schon an, ihnen auch zu vermitteln, dass ihnen bei seinem Café de Langue keine Angst braucht, so viele Fehler zu machen. Und dafür als meine Rolle, mit als benevolen Animateur, den sie allein zu setzen, ein Sujet zu finden, über dem wir können, wie gesagt, erhalten. Als das mal erfolgreich gekriegt, quasi immer. Das Alkeas wirklich richtig flott. Ende des Monats, wo wir uns treffen, einmal am Mond. Mittlerweile, nur der anderthalber Stunde, wo wir dann zusammen sitzen auf dem Tisch, eine herrliche Stimmung. Das ist das Gebrauch. Die Menschen sind froh. Es geht ihnen verbessert. Ihnen verbessert den anderen ohne Problem. Es ist nicht wie an der Schule, bei einem echten Pferden. Und das ist wirklich das, was einem richtig Frieden macht. Das fand ich ganz flott auch bei der Arzt, dass sie auch Formationen anbieten. Als Benevoler sind vielleicht ein bisschen leicht ratlos am Anfang, traut ihnen sich vielleicht nicht, die eine oder die andere Sache zu machen. Und ich kann mich an einen ganz flott erinnern, ein Lief, ich war an der Pandemiezeit, die ist über Zoom gelaufen. Und da haben wir wirklich ganz flott Ideen und auch ganz gut erklärt, gekriegt, wie man sich soll anlegen. Das wird mir geholfen, ganz konkret auch beim nächsten Café de Langue, eine Reihe davon, von den Beispielen zu applizieren. Aber wie gesagt, dadurch weiterzukommen. Was die meisten Flotte ist, an der Asti, alles, wenn ich komme, ein, zweimal am Mond für den Ecrivain Publik oder einmal am Mond für den Café de Langue, das ist die Begeisterung. Die beginnt, wenn ein Racken, den Engagement, dass die als eine Organisation, die gut organisiert ist. Sie haben viel Erfahrung an dem Bereich, für so Sachen zu organisieren. Also so der Café de Langue zum Beispiel. Das lebt am Kader vom Travail Communautaire, das ist alles gut präpariert, kriegt ihnen mal einen kleinen Rappel, da kann ihnen der Sohn, okay, ich melde mich für den an den durch. Das klappt doch immer mit dabei und das fand ich wirklich ganz positiv. Voraussetzung wäre vielleicht, dass er ein bisschen offen ist, dass er ein bisschen extravertiert ist, dass er sich traut, dass er Lust hat, Menschen zu begegnen, dass er auch seine Zeit, seine Energie zur Verfügung stellt. Mit dann kann ich jedenfalls nicht mehr wärmstens ins Herz legen, benevol zu sein, als du etwas absolut Freiwilliges. Sollte denken zu viel gehen, kann ich schon aufschrauben. Das ist keine Musse-Sache. Aber wenn es keine Musse-Sache ist, ist umso mehr flott, umso mehr ergiebig, umso mehr befriedigend. Café de Langue gebe ich so als insofern flott, weil es viele Animateure gibt, bei denen ich zunächst kann ein bisschen lehren. Das sind also nicht allein für dich zu und durch, mal animiert, mal mit einem anderen. Dass ihr mir da gesagt, wie flott das geht, wie leicht das eigentlich ist, für die Spruch, die ihr gerne habt, zu gebrauchen, für an den Kontakt zu kommen, wie gesagt, mit anderen Menschen. Ich finde es äußerst interessant, Menschen, mit denen bemerkenswertesten Lebensleben. Und auch einfach zu erfahren, wie geht es einem, den Hai an Eis bekannten Fremdland kennt, was möchte für Erlebnisse und wie kann ihnen helfen.